Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tryin mit Asreiter. Hallo zusammen. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Genau, und versuchen irgendwie hier rauszufinden. Irgendwie war das, glaube ich, etwas schwierig. Ja, da weiß ich auch, dass das schwierig war. Irgendwie kamen wir nicht irgendwo hin, wo wir hin wollten. Hier unten sind noch zwei grüne Dinger, die kriegten wir auch nicht da, glaube ich, raus, ne? Wo unten? Hier unter dem Boden. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist, aber unter, da waren unterhalb dem Boden. Hier drunter sind zwei grüne Achso, da Flaschen. Sind auch Kisten, ja. Sind auch noch Kisten, ne? Kann man denn da links oben lang? Oder kamst du oder warst du da schon? Wo ich jetzt stehe, weißt du, da wo war ich bin? Da war mal eine Flasche. Ja. Erfahrung. Und da rechts hoch kommst du nicht, oder was? Da oben war die Erfahrung. Links müssen wir hoch. Okay, das meine ich ja gerade mit links. Also das andere links, ne, ist klar. Ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Oh, was mache ich? Ich wollte ein Dreieck machen. Ah ja, wir können ja auch Dreiecke machen, genau. Na, das hat jetzt nicht geklappt. Oh, hier liegt ja noch von letztes Mal die ganzen Dings. So, ich glaube, jetzt schaffe ich's. Oh nein, so ein Shit. Oh. Jetzt hat er umgeblättert. Irgendwas gefunden. Ich komme nicht hoch. Muss mal gucken, ob jetzt was passiert. Oh, ich habe was geschafft. Irgendwo geht ein Gitter hoch. Jetzt bin ich zu dir gewas, oder? Ja, jetzt bin ich weiß bei dir nicht. Gewesen. Ich habe da alles gesammelt, was irgendwie zu sammeln gab. Bewegt sich meiner irgendwie ganz schlecht. Ich habe fast die Vermutung, dass ich gleich irgendwelche Akkuprobleme habe oder so. Hier war das Gitter oder was? Mhm. Ja, okay, du bist da schon. Ich bin da schon, oh, genau. Ich bin runtergefallen. Ah. Und ich muss B drücken für Kiste öffnen. Mhm. Amulett der Könige. Amulett gefunden, super. Das kann man jetzt wahrscheinlich dann irgendwo einstellen, ne? Vergrößert den Feuerschaden, aha. Hier geht ja nichts, oder? Ne, hier geht nichts. Sind nur drei Sachen, die man steigern kann. Und ja, wo ist das Amulett? Wie war das hier? So, da, das Amulett. Wie sieht denn das aus? Krieger. Das ist so ein X, also Kreuz, halt. Maximale Gesundheit, verbindet sich mit Gesundheitszauber. Also wie hieß das? Amulett der Könige, oder was? Mhm. Erhöht die maximale Gesundheit um 15%, verbindet sich mit anderen Gesundheitszaubern. Okay, dann kann das da ja bleiben, oder? Ja, ich hab das Krieger jetzt... macht Sinn, oder? Obwohl es auf der anderen Seite Sinn für den Magier machen würde, aber... So, dann haben wir das auch, aber... Achso, da ist ein Gitter. Hab ich schon einen neuen Checkpoint? Wo bist du? Ich bin da nach unten durchgefallen. Kann man durchfallen. Achso, okay, dann sollte ich da auch durchfallen wahrscheinlich, ne? Bum, bum. Oh, hier ist aber keine viel Glocke. Wasser, hä? Wie bist du da rübergekommen? Kommt man da rüber? Ja, mit dem Dings, Bogenschützen musste springen. Okay. Also muss ich oben dran hangeln und dann musste ich rüberspringen. Ein bisschen weiter vorne, glaube ich. Oder? Ah, ja, oh, geschafft. Guck, ist gar keine Glocke. Ist keine Glocke da oben? Sowas Doofes, ne? Dumm. Ja, und jetzt geht's weiter da auf das Brett da und das dreht sich wahrscheinlich dann und in die falsche Richtung wahrscheinlich auch. Ah, oh, geschafft. Aber... Oh. Oh, nein. Nein, nicht runterfallen. Wo müssen wir lang, ist die Frage, ne? Ich will das erstmal runterschieben, ob da was passiert. Da hoch müssen wir aber nicht. Ne, da auch nicht lang. Ah, ist natürlich klar. Einfach rechts weiter, aber da kommen so Stacheln aus der Erde, musst du aufpassen. Kommst du hier hin oder nicht? Ich glaube, da läuft man hinterher, oder? Warte, ich bin gerade gestorben, nur damit ich hier da oben Erfahrung sammeln kann.
Wasser und Lava und dann kommt bestimmt ein Endgegner, sieht so aus. Kommst du? Da nee, kommt, nämlich, da kommt gleich ein Endgegner, denke ich mal. Oh cool, das geht sogar. Ich kann springen und da ganz kurz den Dings verschieben. Okay. Ups. Warte, ich hab's gleich. Ja, ich erstrahle hier schick im Kerzenschein. So, jetzt kann ich da hoch. Oder? Kann man da jetzt nicht hoch? Doch, bin jetzt oben. Ups. Da kam ein Skelett. Kommst du jetzt auch, oder? Ja. Ja. Ich denke mal, hier nach der Wand kommt bestimmt ein Endgegner. Kann das sein? Nee, nicht oder? Mal. Noch nicht mal. Hätte ich jetzt mitgerechnet. Achso, wir haben übrigens auch die Kampfschwierigkeit auf schwer gestellt. Die war vorher auf Mittel. Da die Kämpfe ja eigentlich darin ausarten, dass wir eine Attacke drauf gemacht haben und die Gegner waren tot. Na super. Wieder ganz unten. Oh, mein Controller macht sich gerade selbstständig aus dem Grunde, weil wahrscheinlich der Akku leer ist. Oh, jetzt bin ich auch wieder ganz unten. Oh, gibt's doch gar nicht. Anscheinend ja schon. Sind die asynchron. Jetzt komme ich auf die kleine schon nicht mehr hoch. Das ist nicht wahr. Ah. So, auf ein neues. Er geht hoch, ich gehe hoch. Er geht hoch, ich gehe hoch. Dann kommen wir aber nicht weiter. Diese doofen Klappen, das gibt's doch gar nicht. Gehst du wohl wieder hoch, du Klappe? Oh, dann gehen alle hoch, du glaubst es nicht. Oh, ich krieg's nicht hin. Und die letzte Klappe ist es wieder, wo ich nicht schaffe. So, hier oben im Brett sind jetzt ein paar Pfeile drin. Bam. Nein. Oh, das kann's doch nicht sein, oder? Ups, jetzt hab ich da was kaputt. Jetzt falle ich hier noch Klamotten auf den Kopf. Ey, ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Ich komm da nicht hoch. Warte mal, du hast doch jetzt die Dings, ne? Da kann ich doch hier eigentlich mal versuchen. Ja, jetzt angel dich mal hoch. Der geht unten irgendwo dran, aber nicht oben. Jetzt hast du... Jetzt, du warst doch gerade oben. Oh, shit. Jetzt bist du oben dran. Aber ich komme nicht hoch, weil ich unten unter der Plattform hänge. Ja, dann musst du nochmal... Das gibt's doch gar nicht. Ich komme nicht mehr klar. Ich glaube es nicht. Nein. Da ist er. Ich hab's endlich geschafft. Jetzt falle ich bestimmt irgendwie noch runter oder so. Nee, kann's ja nicht. Oh, hier oben ist ein Bogenschütze. Oh, Fähigkeitsmenü. Aber da ist ja nichts mehr richtig viel Neues. Wir haben ja schon alle Fähigkeiten. Wofür ist der Stein gut? Hier liegt ein Stein. Ich schmeiß den mal runter. Der hat bestimmt eine Bedeutung, oder? Glaub nicht mal. Meinst du nicht? Nee. Meinst du einfache Dekoration nur? Ja, du kannst die hier so machen. Hier wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht. Ja, sag ich ja, da kann man hier. Okay. Ah, da sind zwei Dinge, ein Schalter drunter. Ah, ups. Und ein Schalter muss von dem Ding da gemacht werden, in Anführungsstrichen. Okay, aber da geht jetzt eine Klappe hoch. Aber und da wird links, wahrscheinlich der Endgegner sein, ne? Hm. Da ist eine Kiste. Runter, ne? Da ist eine Kiste, aber ich bin durchgefallen, auch schön. Kommst du an die Kiste? Ich bin jetzt wieder unten. Oh. Och, ich hab's gerade noch so geschafft, mich hochzuangeln.
Wir haben schon so viele Items, das gibt's doch gar nicht. Victors Krone. Was kann die? Anzahl der Planken der Zauberer um 2. Verbindet sich mit dem roten Meisterstein. Den haben wir nicht. Ich glaube, wir müssen das ganze Spiel nochmal neu starten, weil wir haben keinen roten Meisterstein. Jetzt habe ich es geschafft. Ich habe den einfachen Weg genommen. Den Aufzug. Wo ist denn der Aufzug? Ja, hier, das ist doch der Aufzug, das Ding. Ach so, da bin ich, habe ich gerade eine Stunde. Unten, oder? Die Kiste hattest du jetzt, sagst du, ne? Mhm. Ja, unten rechts ist das Tor aufgegangen, ne? Ja. Und wieder nach unten. Also, ich hätte es also zur Kiste aufgeschafft, das wollte ich gerade mal wissen. Oh, hier ist. So, geht's da einfach rechts durch, ne, oder? Mhm. Wenn man hier ist, ist es hell, wenn man reingeht, wird es dunkel. Oh ja. Oh. Und es kommen ganz viele Klamotten hier an. Das heißt, wir sollten am liebsten so springen. Okay, jetzt habe ich alle. Oh, da war Erfahrung drin. Gut, okay, sind wir vorbei. Wir waren ja irgendwie in der Waffenschmiede, ne? Da unten, pass auf. Aber wie kommt man da rüber, bitteschön? Ich weiß, dass man hier so machen kann. Da oben, nein, das sind so doofe Klappen wieder, ey. Ah, oh, ich sehe schon. Na super, das wird was für mich. Ah! Oh, ich bin oben. Nee, schaffe ich nicht. Jetzt bin ich unten. Da komme ich gar nicht hin. Jetzt bin ich tot. Achso, ups. Meinst du, wir kriegen den da reingeschmissen und dann wird was besser? Ich glaube, das schwappt dann was über, oder? Ich glaube, wir sind aber verloren. Was sind wir verloren? Wir haben ja noch Kisten, ne? Ja, deswegen. Das war ja meine Idee auch vom Magier. Ja, dann komme ich da vielleicht auch drauf. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Strike. Vielleicht springst du unten in Lava. So wie ich. Jetzt musst du weitermachen. Geh zum Checkpoint da unten. Ja, da ist einer. Ich hab ihn gesehen. Hey, geh weg, Euro-Eddy. Euro-Eddy. Letztens war es noch der Euro-Paletten-Joe, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir sind ja weiter hinten im Spiel. Da muss es auch mal einen Euro-Eddy geben. Was passiert jetzt hier? Eine Kiste da oben. Oh. Ah ja, ich denke, man muss da oben, oder? Geht das? Ja, bitteschön. Ah ja, das war gut. Dann schaffe ich da rüber, pass auf. Ja, ich stehe. Ich bin total happy, da oben ist irgendwo was grün am Leuchten, aber ich komme da nicht dran. Nein! Ich komme da nicht mehr hin. Oh. Ich habe dich gerettet. Schnelle Reaktion. Oh, danke. Ich habe dich mit dieser Schwebekiste aber gerettet. Wie geht's hier weiter? Gar nicht, ne? Sackgasse hier, oder? Warte, kann ich mal gerade den Krieger? Vielleicht muss ich das mit dem Sturmhammer machen. Oh, das war etwas heiß. Charakter wechseln. Ach so. Während ich's hinkriegen würde. Geht nicht, ne, oder? Ja, was passiert hier jetzt? Gute Frage, ne? Ah, hier kann man hoch. Ich bin kaputt gegangen. Okay, da musst du Charakter wechseln. Ja. Ich habe das Problem, dass ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Du bist oben. Der geht da gar nicht hin. Auch interessant. Ich kann nicht wechseln. Ach, ich bin der Magier. Ja. Ich dachte gerade, ich wäre der Dingens. Ich bin runtergefallen. Strike, ich habe uns auf jeden Fall zu einem neuen Punkt geholt. Ich geh nochmal auf den Punkt. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg laufen. Da oben ist aber... Was ist oben? Erfahrung gewesen, eine. Okay. Schnell weg. So, und jetzt? Jetzt? Auf den Fahrstuhl drauf. Pass auf, da kommen Feuer von oben. Und hier muss man eigentlich hochklettern können. Wie hochklettern? Da an der Wand, oder was? Mhm.
Einfach springen und hoch, oder was? Ich bin voll in die Stacheln reingesprungen. Zap. Hier musst du da und dann kannst du nochmal springen. Oh. Okay, und dann stirbst du. Alles klar. Ja, so funktioniert das Teil. Okay. Oh, man kann nach unten lang, sehe ich gerade so. Okay. Oder nee, das ist nur, wenn man runterfällt. Aber hier geht's auch nicht weiter. Oh. Jetzt also da geht's nicht weiter. Am besten. Hey doch, du musst nach links und da musst du das Ding runterfahren lassen da. Nee, jetzt musst du. Ja, der muss da irgendwie runter, ne? Kann ich aber irgendwie nicht kriegen selber. Wie? Du musst... Das Teil bewegt sich nach unten, ich muss da raufspringen, oder nicht? Nein, du kannst auch rechts... ja doch. Spring einfach mal links da hoch. Okay, ja, aber ich muss gerade warten, bis das Feuer weg ist. Oh, shit. Na, das war's. Ja. Super. Hab's geschafft. Am letzten Checkpoint fortsetzen. Na super, hoffentlich ist das nicht an Checkpoints, wo ich jetzt Sorgen habe. Ich habe aber Erfahrung erhalten, das ist schon mal gut. Aber ich denke mal, den Checkpoint, den machen wir nächste Runde, ne? Ich bin schon, warte. Du bist schon drin, oder was? Ah, okay, der Checkpoint muss wohl hier irgendwo sein. Nein, oh, ich springe auch in den Tod. Das ist das Einfachste. Okay. Du musst vielleicht links hoch, ja, gute Idee. So, jetzt haben wir den Checkpoint erstmal wieder. So, gut, und dann würde ich sagen, ich lasse mich danken fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.